Yummy! Wenn man als Kampfrichter Leute bewertet, auf die wesentlichen Punkte zu achten und alles andere auszuschalten, sich nicht davon einfangen zu lassen, was jetzt drumherum passiert. Sprich, die Emotionen aus der Bewertung rauszulassen. Er nimmt halt den Kampf ganz anders wahr als die meisten anderen, glaube ich. Und da wollen wir alle noch irgendwie ein bisschen hin. Also, er guckt sich was an und greift es sofort auf und kann es verwerten. Und er versucht halt auch die Stile anzupassen, also zu gucken, okay, die legen ihren Schwerpunkt da drauf, was hat er jetzt gut gemacht, was kann ich verwerten als Kampfrichter, wonach kann ich Punkte geben oder was sage ich, war halt nicht so der Fall. Und da braucht man halt ganz, ganz viel Übung für und die hat er auf jeden Fall. Im Laufe der Jahre haben sich natürlich sehr viele Leute in unserem Verein entwickelt, haben auch ihren schwarzen Gürtel gemacht und sind trainermäßig eingebunden worden und haben, so wie ich, gelernt, dass man als Trainer schwer im Stoff bleibt und dass man sich noch stärker fördert, dass man nur Training nimmt. Das ist also ein ganz wichtiger Schritt in der Entwicklung eines Karatekas, dass er irgendwann weitermacht und irgendwann andere Leute unterrichtet, um sich weiterentwickeln zu können. Immer wieder fragt man sich, wie weit Karate der charakterlichen Entwicklung zuträglich ist. Ja? Man munkelt, soll unheimlich gut sein. Man kann sich da im Vergleich zu anderen Sportarten noch besser, noch stärker entwickeln und sich vor allem verbessern. Und diese Frage blieb für mich auch ein Großteil meiner Zeit, die ich jetzt Kampfsport mache, offen. Für mich selber habe ich aus Karate so viel gezogen, dass ich im Leben auf jeden Fall ausgeglichener bin. Zum Beispiel, ganz banales Beispiel, im Straßenverkehr, wo die Menschen sich aufregen, dass einer zu langsam fährt oder irgendwo abbremst, dass man sagt sich, naja, ist man halt viel ausgeglichener, dann ist es so, da kann man das nicht ändern. Aufregen bringt ja nichts. Und dass man auf der Straße auch verschiedenen Konfrontationen aus dem Weg geht. Solange wir uns körperlich noch entwickeln, und die physischen Anforderungen des Sports oder des Kampfsports zu entwickeln, bleibt die charakterliche Seite noch so ein bisschen auf der Strecke. Da machen wir uns mal nichts vor. Also wenn mir ein 20-Jähriger erzählt, er hat jetzt einen ganz anderen Charakter. Was bei den Kindern ganz wichtig ist, ist, dass sie ihren Ehrgeiz entwickeln, der dann sich auf das Leben prägen soll. Sie sollen auch ehrgeizig sein in der Schule, sie sollen ehrgeizig sein im Berufsleben später. In unserem Sport sind wir ständig der Kritik anderer ausgesetzt. Und das ist eigentlich das, was den Charakter offen hält, was uns immer wieder abfragen lässt. Kann ich mich noch steigern? Kann ich mich verbessern? Muss ich sogar was verbessern? Wie wirke ich auf die anderen? Was bemängeln die an mir? Und insofern ist eine ständige Entwicklung charakterlich neben dem Sport her durchaus gegeben.